Linksfraktionschefin Sarah Wagenknecht hat ihrer Partei vorgehalten, nicht mehr ausreichend die Interessen der Ärmeren zu vertreten. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte sie, die Linke hat sich von den ärmeren Schichten teilweise entfremdet, weil sie oft nicht deren Sprache spricht und von ihnen als belehrend und von oben herab empfunden wird. In der Partei umstritten ist die 49-Jährige unter anderem für ihr Eintreten für eine Begrenzung der Migration. Mit ihren Kritikern geht Wagenknecht ins Gericht. Wer jeden, der eine differenzierte Sicht auf Migration einfordert, in die Nazi-Ecke stellt, begreift nicht, dass er genau damit die rechten Parteien stärkt, so Wagenknecht. Die linke Chefin Katja Kipping wies die Kritik Wagenknechts zurück. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, sie erlebe eine Linke, die um die Alltagssorgen der Menschen weiß und im Gespräch mit ihnen ist. Wagenknecht hatte unlängst nach einer Krankheit angekündigt, im Herbst aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut als Fraktionschefin antreten zu wollen. Ihr Mandat im Bundestag will sie aber behalten.